lassen. Ja. Oder im Dorf. Im Dorf, ja. Ich finde schon, dass er sich bisher sehr gut durchgesetzt und behauptet hat. Ich bin als Mann stolz darauf, dass eine Frau diese Republik führt. Ja, bin ich auch. Sind Sie auch? Absolut hundertprozentig. Und ich finde, sie macht's gut. Die, wissen Sie, die Probleme sind schon auch riesig. Sie haben sie ja beschrieben im Warm-up, habe ich da miterlebt. Das, also ich habe in meiner 30-jährigen politischen Laufbahn so viele Baustellen und Probleme auf einen Schlag. Los ging es mit der Landesbank, dann kam die Finanzkrise, dann kam die Wirtschaftskrise, dann kam die Arbeitslosigkeit. Und wie man geglaubt hat, jetzt kann man wieder durchschnaufen, kam jetzt die Destabilisierung des Euro. Ja. Also das sind schon viele, viele große Fragen. Und ich finde, sie hat ihre eigene Meinung. Es ist nicht ganz einfach, ihre eigene Meinung zu korrigieren. Wir haben natürlich bayerische Interessen, süddeutsche Interessen. Und Sie werden es ja gleich anschließend hören, die sind nicht immer deckungsgleich mit Norddeutschen. Und dazwischen steht die Kanzlerin. Ja, wenn man es jetzt auch mal loslöst von der Person, vor allem haben wir jetzt ja auch gehört, was ich interessant fand, dass sie ja tatsächlich offensichtlich Meinungen hat. Aber mal von der Person losgelöst, habe ich so das Gefühl, wir ersaufen jetzt gerade in der Situation in unseren Widersprüchen, weil es heißt sparen, sparen, sparen. Andererseits baut alles auf Wachstum und Konsum. Jetzt wird wieder gespart, die Löhne gehen zurück. Die dänische Fleischindustrie lässt schon in Deutschland produzieren, weil es hier so billig ist. Ja, also der Widerspruch, jetzt sparen, kein Wachstum, machen aber so weiter, zu viel Schulden. Wir ersaufen doch in unseren Widersprüchen, oder? Ach, das geht schon beides, Herr Pelzig. Es geht das Sparen. Das muss man auch über mehrere Jahre verteilen, weil sonst wird die Konjunktur abgewürgt. Und auf der anderen Seite kann man schon Impulse setzen für wichtige Zukunftsfragen. Die sind zum Beispiel Bildung. Ja. Dann viele Dinge des technischen Fortschritts, Technologien. Da sind wir in Bayern recht gut. Und auch Familie. Wenn Sie in diesen drei Bereichen, das wären meine Schwerpunkte, Impulse setzen, zum Beispiel, wenn Sie bei der Bildung jetzt sparen würden, das war ja die Diskussion der letzten Tage und Wochen, Koch und auch ein bisschen in Bayern, wenn Sie da sparen würden, dann würden wir das später teuer bezahlen in der Jugendhilfe durch Reparatur. Das ist der größte Schatz für die Menschen. Und zwar nicht nur die Allgemeinbildung, so wie Sie, sondern die berufliche Bildung. Der Koch eröffnet ohne Not die Diskussion Bildung, und an der Bildung sparen heißt Denken auf Sicht. Ne? Ja. Ja, und gut. Sie haben ja auch in Bayern jetzt gesagt, dann 1000 Lehrer weniger. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nicht Sie, sondern wieder andere. Dann der Schüttelschorsch sagt dann halt doch Schulden machen. Ja. Das ist für Sie auch schwer, dass man die mal dazu bringt, dass sie so mal erwähnt die Klappe halten, oder? Das habe ich gestern vor meiner Fraktion gesagt, und heute hat es gehalten. Ja, bis heute. Sehr schön. Heute hat keiner aber was gesagt. Ja gut, und jetzt reden heute Sie, ne? Ja. Herr Seehofer, Sie... Was haben Sie denn da für einen Zettel? Ja, da habe ich so meine Infos. Nur ich habe die leider geschrieben, als ich eine Brille auf hatte. Und jetzt tue ich mich da gerade ein wenig schwer. Ne? Aber wurscht, ja, sparen. Kommt der Autobahnmaut? Nein. Nein? Steuererhöhung? Nein. Sicher? Ja, jetzt hätte ich fast Nein gesagt. Ja, vielleicht noch was CSU-internes. Der Bayerische Rundfunk kriegt ja einen neuen Intendanten. Ja. Ein verdienter, langjähriger CSU-Mann und Regierungssprecher von Frau Merkel, Herr Wilhelm. CSU-Mann, das ist gut für Sie. Merkels Regierungssprecher ist wieder schlecht für Sie. Hatten Sie da nicht ein wenig Angst, dass da Muttis Maulwurf in die Nähe rückt? Nächstes Thema. Ja. Aber Sie könnten doch dann für mich zur Mutti gehen, als Regierungssprecher. Oder ein gutes Wort bei Herrn Wilhelm für Sie einlegen. Als Regierungssprecher. Als Regierungssprecher, ich für die Merkel. Das sollte man ihr antun, ja. Nein, aber...
ich muss sagen, Herr Wilhelm ist ja sehr guter Mann, war sehr guter Regierungssprecher. Was die Kanzlerin alles nicht zu sagen hatte, hat er super vermittelt. Ne? Ja. Und, deshalb werden Sie auch gut. Ja, naja, nee, Sie nee. Sie wollen nicht. Ich will nicht. Herr Seehofer. Der erste jetzt, Franke als Regierungssprecher. Ja, schlagen Sie mich doch mal vor bei Mutti. Also, Sie würden auch annehmen. Ich kann Sie nicht vorschlagen und anschließend sagen Sie nein. Muss ich dann irgendwie Parteimitglied sein? Nein. Wir nehmen auch Leute, die keinen Glauben haben. Soll ich? Ah, ja. Ja, ja. Meinen katholischen Glauben, die haben es nötig. Ne? Soll ich? Ja. Ja. Also? Ja, also. Der Wilhelm macht Ihre Sendung und Sie gehen ins Kanzleramt. Na, der Wilhelm macht jetzt den Bayerischen Rundfunk erstmal. Aber wenn ich Sie recht verstanden habe, also, naja, Sie haben geschwiegen. Ne? Gut, Herr Seehofer, jetzt haben Sie sich ja Ihr Geschenk praktisch schon selbst genommen. Und ich hätte übrigens, weil, wissen Sie, was Guido Westerwelle neulich gesagt hat über Sie? Ja. Er wurde gefragt, was schätzen Sie an Horst Seehofer? Das habe ich gesehen. Haben Sie gesehen? Und dann sagt er, sagt die alte Blendgranate, sagt er, sagt dann, man kann gut mit ihm lachen, hat er gesagt, gell? Worüber lachen Sie, wenn Sie mit ihm beieinander sind? Ja. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich hab's gehört. Super. Herr Seehofer. Aber ja? Er hat nicht gesagt, man kann gut über ihn lachen. Ja. So war es nicht gemeint, ne? Nein, mit ihm lachen. Mit aber ich habe mich versucht zu erinnern. Ich kenne ihn jetzt seit 20 Jahren. Ich kann mich an kein Beispiel erinnern. Super. Ja, Blendgranate. So, ne? So ja. Mit Ihnen kann man so schön lästern. Das ist schön. Ja, das ist schön. Und ich darf das morgen wieder ausbauen. Ja, ach, das geht doch bei Ihnen da rein, da raus, oder? Also ich meine, was Sie an Kritik, wenn es heißt, Sie seien wankelmütig und Zeug da rein, da raus, oder? Schilfrohr, wankelmütig, Wackelpudding, Sozialist, Zeug, ja. Und solche Sachen. Alten Sarkozy. Jawohl. Ja. Das stimmt alles, ja. Ja, ja. Bauern Berlusconi, habe ich auch schon gelesen, ja. Ja, Honecker. Auch noch. Ja, also Sie sind ja wirklich, Sie sind ja hart im Nehmen, gell? Sie haben ja sogar mich jetzt ertragen. Herr Seehofer, ich weiß, Sie sind Eisenbahner-Fan, haben eine große Modelleisenbahn und ich habe ein Geschenk für Sie. Ich habe gehört, Sie haben auf der Eisenbahnstation Ihr ganzes Leben oder Teile des Lebens nachgebaut, richtig. Ereignisse, die wichtig waren. Und da habe ich für Sie aus so Eisenbahnfigürli habe ich was zusammengestellt. Das können Sie in Ihre, ich tue es erst mal dahin stellen, dass die Kamera erfassen kann. Und zwar aus aktuellem Anlass für die Eisenbahnanlage. Der Titel meines Ensembles, katholischer Priester auf der Flucht. Ja. Das darf ich Ihnen überreichen. Und, Sie haben mal gesagt, bei der Eisenbahnbauerei, manchmal möchten wir eine Axt nehmen und alles zusammenschlagen. Ja. Und ich möchte Sie bitten, lassen Sie Ihre Eisenbahn in Ruhe und fangen Sie beim Bankengesindel an. Ja. Und jetzt geht's gleich also, fort. Ich muss Ihnen sagen, ich habe Schlimmeres befürchtet. Oh. Ich bin ganz wie er so ausgeholt hat und gesagt hat, er baut Stationen seines Lebens nach. Ach so, ach Sie meinen das? Ach nee. Nee, hören Sie. Naja, jetzt haben Sie ja selbst angefangen, aber ich finde das habe, ich allerletzte. Ich habe das gar nicht gemeint. Ja, ach so, dann haben Sie das andere gemeint. Davon weiß ich ja noch gar nichts. Ja, Herr Seehofer, jetzt geht's gleich fort. Sie müssen morgen nach Madrid Bayern unterstützen und den Bayerischen Fernsehpreis überreicht ihr der Zeil. Dafür ist er da. Das ist schön, wenn man so einen hat. Ja. Stellvertreter. Ich bräuchte auch so einen Wasserträcher. Dann wünsche ich. Das ist ja. Das ist eine gehobene Kulturveranstaltung. Gut. Im Übrigen fliege ich zu Bayern, weil der Uli Hoeneß gesagt hat, Sie hätten noch nie verloren, wenn ich da war. Ah ja, es gibt immer ein erstes Mal. Danke für den Besuch, Herr Seehofer. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist schön langsam. Also, so. Guten Flug. Dankeschön. Alles Gute. Horst Seehofer.